dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo. Willkommen bei der 5. Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht weiter mit der Nummer 23. Bedeutung ist ein psychologischer Begriff. Das kann man nicht oft genug festhalten. Die Bedeutung eben aus dem Objektivismus heraus in die den Machtbereich des Subjekts. Es gibt zahlreiche Versuche, den Bedeutungsbegriff zu objektivieren, was der gleiche Schwachsinn ist, wie den Wertbegriff zu objektivieren. Ein Wert an sich gibt es genauso wenig wie eine Bedeutung an sich, weil sich die Bedeutung eben, wenn dieser Begriff überhaupt Sinn machen soll, vom Wissen unterscheidet, dass es eben ein psychologischer Begriff ist, dass ein Subjekt benötigt wird, um darüber eine Aussage treffen zu können. Sonst bräuchte es den Bedeutungsbegriff nicht. Der wäre sinnlos, wenn es sich nicht um einen subjektivistischen Begriff, das heißt von einem besonderen Menschen mit besonderem Bewusstsein eben eine Bedeutung beigemessen oder anerkannt. Das sind alles subjektive Urteile, Anerkennung, Ablehnung, eben Bedeutung oder bedeutungslos, mit dem Interesse verknüpft oder eben auch mit dem eben dem Zweck, der verfolgt wird, ist bedeutungsvoll oder eben gleichgültig in der Umkehrversion. Das ist es, worum es geht. Es geht um die Bedeutungen, nicht um das objektive Wissen, nicht um die Rechthaberei, dass etwas nur so und nicht anders möglich ist. Was aber nicht heißt, es wird immer gern vorschnell dann dazu benutzt als Ausrede, um dann alles Mögliche dann zu erlauben oder möglich zu machen. Das ist natürlich nicht der Fall. Die ethischen Normen sind weiter in Kraft. Es gibt weiter ein Gut und Schlecht und Schlechter und Besser in Bezug auf eben Werte wie Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit. Um Ordnung zu schaffen in den allmöglichen Ereignissen, die emotional oder durch ein bestimmtes Wollen da stattfindet, braucht es eben Regeln im Zusammenleben der Menschen. Aber diese Regeln sollen eben solche sein, die niemanden
bevorzugen bzw. benachteiligen. Und neben dieser Gerechtigkeit auch Freiheit erlauben und diese Freiheit auch unter Umständen höher stellen als andere Werte, wenn die entsprechende Güterabwägung stattfindet. Aber das sind jetzt alles ethische Diskurse, so weit sind wir noch gar nicht. Das muss erst der Weg weg vom Objektivismus in die Ethik und damit in die Praxis. Ethik ist Praxis. Und alles, was praktisch so stattfindet, unterliegt ethischen Normen. Hat ethischen Normen zu unterliegen, wenn überhaupt irgendetwas noch sinnvoll sein soll. Noch irgendein an etwas festgehalten werden soll, weil es wertvoll ist. Gut, jetzt kommt Mautner nochmal, ist schon mal, nein, zur Sprache gekommen, egal. Also Band 1 der Beiträge zur Kritik einer Sprache, einer Kritik der Sprache. Es ist endlich Zeit, dass die Menschheit ihre Sprache, das heißt ihr Gedächtnis, entfetischisiert. Nachdem sie durch ungezählte Jahrtausende Abstraktionen und Fetische gehäuft und ihren Müllkasten die Schatzkammer ihres Geistes genannt hat. Das ist jetzt wieder sehr pointiert, ist auch das Geschäft des Sprachkritikers, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und auch ich bemühe mich, ein Bewusstsein herzustellen darüber, was das alles für ein Müll ist, der den ganzen Tag lang, die ganze Woche lang, das ganze Jahr lang auf den Massenmenschen, Massenmedien ausgelieferten Bevölkerung da ausgesetzt ist. Und niemand tut etwas dagegen. Und zuerst einmal muss klar werden, was das alles für ein Müll ist. Jahrtausende angehäufter Müll. Fetische. Das ist ein Aberglaube. Begriffe, die angeblich etwas Reales bezeichnen. Und diese Realität findet nirgends anders als im Kopf dieser Leute statt. Aber sie haben es, welch Wunder, geschafft, ihre Vorstellungen in der Masse der Menschen zu verbreiten, kann man nicht sagen, weil es ist ja eigentlich die natürliche Einstellung, Worte für die Realität zu nehmen. Das ist der erste Impuls. Es will kein Kind will etwas von Bedeutung wissen, wenn es die Sprache lernt. Will wissen, was dieses und jenes heißt, ist. Aber es ist nichts so, wie es das gelernt hat. Und dieser Müll muss raus. Erinnert mich an meinen eigenen Müll, den wollte ich vorhin raustragen, aber irgendwie habe ich das verpasst, dass es draußen schüttet. Und erst als ich schon im Aufzug stand, fiel es mir wie Regentropfen auf die Blätter
der Bäume, prassel, prassel. Und so musste ich den Rückzug antreten und mittlerweile ist es schon wieder nach der Sperrstunde, um das auch nochmal anzubringen, historisch, Corona-Sperrstunde 10, 22 Uhr, niemand darf mehr aus dem Haus. Aber es geht weiter hier mit der Nummer 341. Wieso Nummer 341? Die kommt aus dem Mautner Fundus, weil ich ursprünglich vorhatte, diese Trilogie noch etwas mit etwas Mautner Kolorit anzureichern, aber dann habe ich mich doch dazu hinreißen lassen, diese Behauptung, dieses Statement, Postulat des guten Fritz etwas vorzuziehen. Moment. Also, was sind die Fetische? Die Neigung des Wortes zur Personifikation, zur Vermenschlichung des Wirklichen ist unüberwindlich. Worte sind Götter, sind Fetische, Aberglauben, Vorurteile. Wieder Dschungel, vorzivilisatorische Zustände im Grunde genommen. Und das ist eben die Personifikation. Es ist immer, Kinder machen das noch häufiger, den Dingen eine Person zuzuschreiben. Oder auch in den Naturreligionen, wie ich sagen muss, damit ich politisch korrekt bin. In den Naturreligionen sind ja auch die toten Dinge, haben auch eine Seele, ein Leben. Das ist dieser Drang, da möglichst Gleichgesinnte oder eben auf Augenhöhe, alles befindet sich in der gleichen Situation wie man selbst. Und dieser Anthropomorphismus, das ist der andere Punkt, diese typisch menschliche Art und Weise zu sehen, zu hören, zu denken, einfach zu verabsolutieren und dann zu meinen, Realität ist so, wie der Mensch sie sieht und nicht wie ein Habicht oder ein Einzeller. Das Bewusstsein des Menschen verabsolutiert und jedes andere Wesen, das eben nicht über dieses oder ein anderes Bewusstsein verfügt, steht dann auch keine Realität zur Verfügung. So ungefähr. Mautner heißt es hier, bei Mautner heißt es hier noch weiter. Es gibt nirgends etwas wie Graben oder Gehen, es gibt nur unzählige Bewegungen oder Handlungsdifferenziale, die wir je nach dem Zweck der Handlung als Graben oder Gehen begreifen. Und da haben wir hier noch passend dazu, die Nummer sollte eigentlich etwas höher stehen. Die Fingerbewegungen beim Stricken sind zu kompliziert, als dass wir sie ohne das Zweckwort Stricken auffassen könnten. Also, man stelle sich vor, man müsste jetzt dieses Wort graben, das für im Grunde genommen, wer jeden, der unter wer jetzt diese westeuropäische Zivilisation jetzt genossen hat und seine Sprache gelernt hat, der kann sich jetzt untergraben durchaus etwas vorstellen. Vielleicht auch über
im übertragenen Sinn dann auch das Wort gebrauchen, dass ein Journalist, wenn es heißt, ein Journalist gräbt jetzt in der Vergangenheit irgendeines Prominenten, dann ist das alles geläufig, genauso wie gehen. Aber man stelle sich nur vor, man müsste diese Begriffe jetzt definieren, um jetzt, sagen wir mal, einen Roboter zu programmieren, wie da diese Abläufe sind und wie das Ganze funktioniert, dann schaut das schon etwas happiger aus. Es ist eigentlich im Grunde genommen für alle, das gilt für alle Begriffe, ist jetzt, soll jemand erklären, soll jemand das Wörtchen ob erklären, was damit gemeint ist. Vielleicht jemanden, der die Sprache nicht spricht, dieses Wörtchen zu übersetzen. Wird dann schnell klar, wie kompliziert das Ganze ist. Und deswegen wird die Sprache in der Regel von den meisten Menschen einfach unreflektiert gebraucht, so wie man das gelernt hat. Aber es findet jetzt keine besondere Kritik jetzt da statt oder ein Nachdenken, dass jetzt irgendwelche Diskussionen, das war vielleicht mal, kann ich mich noch erinnern, zu besonderen geschichtlichen Zeiten, in Zeiten des Umbruchs, da werden dann die Begriffe fragwürdig, dann diskutiert, wird dann das diskutiert, was unter diesem oder jenem Begriff zu verstehen ist und so weiter. Aber heutzutage ist da, sobald da irgendeine Unklarheit aufscheint, dann wird versucht, das Ganze zu umgehen und anderweitig seine Zwecke zu verfolgen. Aber in eine kritischere Betrachtung findet dann nicht statt. Es bewegt sich alles an der Oberfläche, es wird immer schlimmer, die schlimmsten Vorurteile erhalten da Anspruch auf Anerkennung. Und dann die nächste Nummer, die Art der Bildung der Begriffe ist weitgehend eine Zweckmäßigkeitsfrage. Ist jetzt nochmal in Erinnerung gerufen, diese Zweckmäßigkeitsfrage. Ist jetzt hier nur eine Behauptung, aber liegt darin begründet, dass eben, also wenn mir jemand eine Allgemeingültigkeit in Bezug auf irgendeine Realität beweisen kann oder triftig darlegen kann, dann ist alles, was hier gesagt wird, Schall und Rauch und hinfällig. Und Zeitverschwendung, im Grunde genommen mein ganzes Leben Zeitverschwendung. Auf diesen Deal würde ich mich aber ohne weiteres einlassen. Und jetzt braucht jetzt niemand meinen, man könnte mich da mit irgendeinem Empirismus da umstimmen. Dergleichen. Also ich bin da schon durch alle Wasser gegangen, muss ich sagen. Da ist nichts mehr zu rütteln. Und das ist gut so. Ja, Nummer 27. Alle Begriffe, Formeln, Theorien, Methoden etc. sind denkökonomische Leistungen. Was soll der Begriff Denkökonomie? Ein anderer Ausdruck für eben diese Zweckmäßigkeitsfrage. Sind wir zum Teil auch schon beim Nominalismus, wird dann später noch klarer werden.
Da heißt es, dass man eben etwas, das mit einfacheren Worten und vereinfacht gesagt werden kann, nicht notwendigerweise oder eben nicht umständlicher gesagt werden soll. Und worin besteht die Denkökonomie? Eben darin, dass ich auf ein Ziel fixiert bin, dass ich ein Interesse habe, auf etwas aus bin, und dementsprechend richten sich meine Gedanken dann auf dieses Ziel. Ich schweife jetzt nicht ab und sammle da Material bis zum geht nicht mehr in Bezug auf eine Frage, die schon längst geklärt ist oder überhaupt keine Zweifel mehr erweckt, und jetzt zu glauben, dass durch einen Begriff oder irgendeine Definition, eine Formel, eine Theorie, eine Methode, dass das Nachdenken erspart werden kann, das ist ein sehr großer Irrtum. Das ist alles nur, was wir hier haben, das ist alles nur praktisch. Diese Begriffe sind nur zweckbedingt gebildet, weil mit ihnen etwas erreicht werden soll. Handelt sich alles um Technik, nicht aber um irgendeine Wahrheit, die deswegen allen anderen Begriffen, Formeln, Theorien, Methoden vorgezogen werden muss, weil es sich dabei um eine absolute, objektive, allgemeingültige Wahrheit handelt. Das ist Bauernfängerei, wenn jemand so etwas behauptet oder Charlatanerie, Demagogie, Unsinn, Schwachsinn, Mist, Blödsinn, Z. Es geht weiter, ein kurzer Blick auf die Uhr. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch wieder einmal gute 5 Minuten. Das Berechenbare, Quantitative ist das Hauptkriterium alles Technischen. Also der Versuch im Objektivismus alles zu messen und dann eben zu glauben, dass es sich dabei um objektive, allgemeingültige Tatsachen. Das ist noch ein beliebterer Begriff, dass das eben Tatsachen sind. Fakten, Fakten, Fakten war mal ein geflügeltes Wort in den Medien. Aber um diese Quantitäten, da steht es eben nicht so besonders. Diese Einheiten, Messeinheiten sind willkürlich geschaffene, aus praktischen Gründen. Aber damit ist keine, wenn ich jetzt einen Maßstab irgendwo hinlege, dann ist damit keine... Sie wieder zurückgreifen auf Popper und seine Punktkoinzidenzien, die Punktkoinzidenz auf dem Meterstab, die ist nicht identisch mit der Punktkoinzidenz auf dem Gegenstand, was weiß ich, was da gemessen wird. Und Wissenschaft als Technik, da ist nichts dagegen einzuwenden, und auch Berechnungen und Physik und Mathematik und wie auch immer. Bloß hört sich's dann auf, wo das menschliche Kriterium dann mit zum Tragen kommt. Da heißt es dann: Aufgepasst im Straßenverkehr, Denkapparat einschalten,
wenn es, was sind da so die beliebtesten Beispiele, waren da jetzt Medizin, Ethik, Abschalten, die Lungenmaschine oder wann ist der Mensch tot, Hirntod oder Herztod, bevor der Metzger sein Werk beginnt und so weiter. Das ist dann eine ganz andere Liga und das darf eben nicht verwechselt werden. Es ist in jedem Fall, spielt sich Wissenschaft im Bereich der Ethik ab. Es handelt sich da um Normen, denen die befolgt werden, entweder oder Normen, die angestrebt werden, aber nicht um Wahrheiten. Das Stricken hatten wir schon einmal. Ein schönes Beispiel finde ich, um als Einsteiger, um sich klar zu machen, wie pauschal die ganzen Beschreibungen im Grunde genommen sind. Und nichts ist erschöpfend beschrieben. Da könnte man, wie jetzt Altdorfer war das, glaube ich, der Auge des Alexander, Alexanderschlacht, Riesenwandgemälde, und das über das Auge des Alexander hat irgendein Rezensent da seitenlang irgendetwas geschrieben. Und dann, das muss man sich dann ins Verhältnis setzen dazu, was er jetzt über die 10 Quadratmeter oder was das ganze Gemälde ist, dann über jeden. Dieses Auge des Alexander war nicht mal Finger, nicht mal Stecknadelkopf groß. Da war der ganze Kopf Stecknadelkopf groß oder so, so ungefähr. Der beredste Schriftsteller, wortgewandteste Schriftsteller, der könnte ein Jahr damit zubringen, ein Zimmer zu beschreiben. So viele Nuancen, einigermaßen eingerichtet ist. Also nur weiße Wände, das wäre vielleicht etwas schwierig, aber es ist nur eine Frage, wie genau man etwas nimmt. Und da, wo diese Genauigkeit eben nötig, notwendig ist, eben, da wird es dann auch schnell klar, wie kompliziert eigentlich irgendetwas ist. Jetzt eine Uhr, wie die funktioniert, schaut so einfach aus von der Mechanik her. Aber in der Regel kommen die Leute eben, weil sie eben praxisbezogen sind, da wird nicht groß rumgeredet, was gibt es ja so, sogar richtig maulfaule, sagt man in Bayern, Landstriche, wo kein Wort zu viel gewechselt wird, weil es ohnehin sinnlos ist. Wollte man meinen, man könnte mit Wörtern da so den großen Wurf landen. Das sind noch die vernünftigeren verfluchte Unzucht. Jetzt habe ich die Uhr gestoppt, wollte nur nachschauen und ist stehen geblieben. Das sollte eigentlich nicht sein, aber doch, das ist so, wenn man da in das Feld. Das habe ich wahrscheinlich gemacht. Jetzt mache ich Schluss, weil ich denke mal, ich bin da schon drüber. Nächstes Mal Nummer 30 markiere ich. Tschüss und aus die Maus. Nummer 5.